So, dann sind wir wieder zurück zum Let's Play von Red Dead Redemption 2. Hä, wo ist meine Mütze? Wieso hat da keiner auf? Was soll das denn? Thomas, ich habe mal eine Frage. Friseur, gibt es einen in der Stadt? Welchen? Ja, weiß ich nicht. Welche bin ich denn hier? Bei Rhodes hier, oder wie es heißt. Ist ja irgendwie, wenn du auf die Karte guckst, ein Schäfer abgebogen. Gut. Hätte ich auch machen können, ne? Müsste ich mal gucken. Rhodes. Nein, leider nicht. Die haben keinen. Was ist das hier? Ach, hier ist der Hehler. Bei denen kann ich das Goldstück verkaufen, ne? Goldbahn. Das mache ich doch glatt. Bevor ich in der nächsten Mission starte. Hier müsste ich eigentlich auch nochmal. Das Auge auf halt ab. Da müsste ich auch mal hin. Gut, ich werde jetzt mal zum. Oder ich kann auch zum Stall. Erstmal. Ich reite mal zum Stall. Neues Pferd besorgen. Oh ne, warte. Erst zum Hehler, damit ich noch Kohle habe. Wer weiß, wie teuer die scheiß Pferde sind. So, der Quatsch mit ihm. Was ist hier los? Die sind da fertig. Was ist ein Bär? Wo ist denn jetzt mein Gaul? Keine Zeit. Wo habe ich denn jetzt mein. Da vorne ist es, okay. Meine Güte. Die PlayStation wird schon wieder übelst laut. Und dann mache ich Mission. Keine Zeit. So. Gesundheit. Schon wieder ihr scheiß Bär. Hast du Probleme mit Bären? Mit dem Bären. Das ist der hässliche? Ja. Hab jetzt schon wieder ein paar Kugeln verpasst. Ich glaube, das ist glaubt so ein legendäres Tier, ne? Wenn er schon mal so hässlich aussieht, total vernarbt und so. So, mal gucken, was der Hehler für das Goldstück so anbietet. Hast du deinen schon verkauft gehabt? Was? Das Goldstück? Bei den Goldbahn? Von den Deutschen? Nein, ich habe den verkauft. Ich habe den. Ja, ich weiß, dass ich da keine Waffe nutzen darf. So. Hä? Ich kann keinen weiteren Gegenstand aufnehmen. Aha, hier. Was geht? Ich will was verkaufen. Oh, ich habe hier so einiges zu verkaufen. $300 bringt der Goldbahn.
Kaffee nicht. Was sind das? Federhalter. Kleiner Schmuckbeutel. Alles verkaufen. Verkaufen. Weltmeisterbild. Ein Dollar bringt ja gar nichts. Das ist für zwei Dullis eben. Goldnugget. Ach, das ist von den. Das Kopfgeld zu teuer. Ha. Und mich, da müssen wir jetzt das Ganze haben. Die waren nur zu zweit. Ey. Bum, 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 fertig. War die Geschichte. Trottels. $20. Den Rest kann ich ja die Bande geben. Ach, hier sind noch zwei Uhren. $24. Verkauft. Platin-Taschenuhr. Alles klar. Das war's auch schon. So, wo ist das Bobby? Gucken wir mal beim Stall vorbei. Wo ist der Stall? Ach, da oben. So, Bobby, du wirst jetzt ersetzt. Ja. Höher, höher. Tommy sagt er. Hoffentlich haben sie gute Pferde im Angebot. Keine Zeit für dich. Quatsch jemand anders. Danke für gar nichts, jo. Gern geschehen. ach ja, hier ist es. Ach, bei den beiden Burschen. Hä? Ich will ja was kaufen. Hä? Kann ich von den beiden Trottels nichts kaufen? Clive. Ich dachte hier. Nee. Ja, mein Pferd kriegt die nicht. Aber gut. Dann mache ich erstmal Mission. Ich glaube, ein Valentine müsste ich denn zum Stall, hast du ja gesagt, ne? Hm? Valentine ist ja ein richtiger, ist ja der Stall, wo ich das erste Feld hab. Oh. Ich habe einen Kojoten überritten. Ne, ich bin jetzt zum Hufeisen hingeritten, aber das sind ja die beiden Trottels, wo wir die Pferde verkauft hatten. Ach, wo renne ich überhaupt hin? Bestimmt ganz falsch. Ja, wo will ich denn hin? Erstmal zu Tee. Ganz cool. Erstmal nochmal Geld eintreiben. Valentine ist hier. Eine Aufführung. Hotel. Kopfgeldjagd. Ah, hier ist eine Schere. Barbier. Da gehe ich jetzt nächstes hin. Ich mache erstmal so Nebendinge. Erstmal wieder Geld eintreiben. Und dann ab zu Valentine. Scheiß auf Hauptmission erstmal. Ich brauche ein neues Pferd und ich muss zum Friseur. Bloß, wie nenne ich denn mein neues Pferd, Thomas? Wie hast du dein zweites Pferd genannt? Oder dein drittes, besser gesagt?
Oh, ja. Mein letztes, was leider gestorben ist, habe ich Big A. Ach stimmt, hast du ja gesagt. Big A. Ach, Bobby. Oh, klettert hier richtig. Bin hoch. Eben gerade habe ich vorhin was überritten. Einfach so. Kann ja im Dunkeln nicht durch den Wald gucken. Big A, ich muss auch einen coolen Namen für mein Pferd denn haben. Bobby McBride ist schon vergeben. Bobby McBride der Zweite. Nee, das ist so einfallslos. Oh, hier wird geballert. Ach, nö. Was ist hier los? Ein Schäfen. Tja, du Spast. Du raubst die Tante hier aus. Und ich raub dich aus. Ey. Was hat er denn so schönes hier? Ah ne, die kann ich nicht ausrauben, okay. Ey, wo ist das andere Pferd hingeritten? Egal. Der Typ hat sich anders verdient, erschossen zu werden. Der hat zwei Leute auf dem Gewissen gehabt. Ging nicht anders. Jetzt ist das Spiel schon seit einer Woche draußen, Thomas. Ist das zu fassen? Regulär, seit dem Release. Mit Thomas. Ich hab noch eine lange Werbung hier. Er ist ein gutes Spiel, Paul. Ja. So. Ja, Wildschweine. Ich glaube, ich müsste mal auch zur Jagd gehen. Das bringt ja auch ordentlich Kohle, wenn du die Tiere verkaufst. Was hat er? Hä? Was ist denn? Alter, ich wollte dir gerade helfen. Jetzt zieht er mit der Knarre auf mich. Ich hätte ihn mitgenommen. Er hat nur $1 am Mann gehabt, ey. Okay, Silberring, guter Brandy. Gut, hatte doch noch was. Willst du mal einmal höflich sein, ne, Thomas? Ziehen sie gleich mit der Waffe für dich. So. Mal ein bisschen Geld eintreiben für den Deutschen Leopold Strauß, das ist auch sein Name, aber er sagt auch mal Herr Strauß, ne? Der macht die deutsche Anrede, nicht Mister oder so. Finde ich cool, dass sie so ein Spiel eingebaut haben.
Oh, Bobby kann schon wieder nicht mehr. Was machen die Schweine dich nervös? Oh Gott. Das Pferd schnauft aber auch. So, jetzt bin ich da. Hier irgendwo müsste er sein. Suche nach Winston Holmes. Kann ich das nicht füttern? Jetzt kann ich's. Hier, beruhig dich. Der Spruch war nicht schlecht. Wenn du irgendwas im Feld abziehst, dann dir irgendwie, Junge, sagt er. Weil er Geld eintreiben will, und er schlägt irgendwas mit weißem Pelz vor, hier, irgendein Tier, was Wert hat. Jetzt gehe ich auch noch mit den Trottel jagen, und anscheinend. Der mit uns lang hier. Hier lang. Ist jetzt nicht mehr weit, sagt er. Hier scheinen sie richtig sicher zu sein.
Oh, hier wird es langsam kalt. Weil liegt Schnee hier schon wieder. Gewehr. Bolt Action. Springfield Gewehr nehme ich mit. Mal gucken. Okay. Ich höre schon den Puma. Okay. Waffenrad. Achso, hier ist die Laterne. Okay. Gucken, wo der Puma ist. Okay. Oh, oh Gott, rutsch ich auch noch runter. Finde Holmes. Ah. Toll, jetzt ist er auch noch tot, ey. Battle-armer Idiot. Oh, ist easy, Alter. Mit einem Schlag tötet mich das Vieh. Was ist hier los? Gott. Hab ich mich erschrocken. Alter Schwede. Hey, ich habe ja Schafe. Und Kühe. Mensch, das geht ja richtig voran hier. Ah, es ist dunkel, Alter. Ich sehe nichts. Wie soll ich denn das Tier töten? Och. Oh, ey, jetzt muss ich. Ja, der ist tot, Junge. Kam letztens von hier. Wie soll ich den. Ey, wie soll ich den Puma töten? Wenn man den nicht sieht, ey. Kann ich nicht auch die. Ey, das ist ja schwierig. Wie heißt das? Die Lampe und den Revolver halten?
Aha. Aha, geht, okay. Jedes Mal kommt dieser Scheiß. Dinge überall Leichen. Was ich hier bei dem Spiel eigentlich auch geil finde, ist, wenn du die Gewehre nicht dabei hast, dann hast du sie nicht dabei. Das ist bei GTA, dass du immer alles dabei hast, weißt du? Ja. Wenn das an einem Pferd ist, ist es an einem Pferd. Du musst mit dem klarkommen, was du hast. Ja, was die Gegner haben. So, jetzt muss ich den Puma, der ist ja so schnell. Mann, wieso holt er seine Scheißwaffe nicht raus, Alter? Alter. Och komm, Alter, ist doch nicht dein Ernst. Die ganze Zeit hat er den Scheißrevolver raus, ne? Und dann willst du ihn zücken, er hat ihn wieder weggesteckt, oder was? Ach, ich will das nicht überspringen, ich will das schaffen. So was geht einem auf den Sack. Ist das doof. Wie hab ich denn das jetzt gemacht? Mit dem Revolver ziehen. Alles klar, so. Blöder Puma, Alter, jetzt hab ich ihn erwischt. Alter. Meine Güte. Noch weiß ich, wie vielen anlaufen. Läufen. Ach, laufen. So, jetzt plündere ich noch die ganzen Leichen hier. Denk mal, noch ein Vieh ist hier nicht. Achso, ne, kann ich nicht. Ach, scheiß drauf. Das Fell habe ich. Den Puma kann ich aber auch mitnehmen. Was man hat, hat man. Aber der kann ja nur eins schleppen. Ach, ich sehe nichts. Wo geht's denn zum Pferd? Hier. Alles klar, Herr Kommissar. Verstauen. So, jetzt werde ich noch mal rein.
Dich nehme ich gleich mit, Puma. Wieso kann ich nicht... Ach, das ist dumm. Jetzt auf einmal kann ich sie nicht mehr looten oder was. Plündern. Ja, kann ich den Puma nicht mitnehmen? Nö. Okay, nicht. Dann reite ich... zum Fleische. War das ein Krampf, eine Pisspuma. Hast du das auch schon gehabt, Thomas? Ich denke mal schon, ne? Was? Mit dem Puma. Wo du Geld eintreiben bist. Und so. Gut. Das Fell soll ich verkaufen. Ein weißer Puma. So, und dann wollte ich ja nach Valentine zur Friese. Kopfgeld habe ich ja bezahlt letztens. Also sollte ich keine Probleme haben nach dem Bankraub. Wo ist denn der Fleische? An der Strawberry. Was haben die sonst noch hier? Gemischwarenverkauf. Alles klar. Gut. Die haben kein Barbier. Ich wollte wegstecken, so. Ich kann ja auch hier durchrennen. Oder auch nicht. Komm. Bobby runter da. Ist doch nicht so schwer. Ach, hier vorne bist du. Ja, bin schon da. Verkaufen. Kannst haben. Hasenfell kannst du auch haben. Oh, die Federn hier. Was auch immer ein Schlachter mit den Federn will. Okay, ins Kino jetzt. Geh mal ins Kino, Theater, Thomas. Bewegten Bildern. Mhm. Gut. Jetzt nochmal fix. Hier ist auch ein Stall. Dann geh doch mal dahin. Das AL? Albert Mason. Achso, der Fotograf, okay. Ja, nee. Hol ich mir noch schnell ein Pferd und dann ab zur Friese. Oh. Oh, was? Ich hab den nicht gesehen. Toll, jetzt bin ich ein gesuchter Mann, nur weil ich einen überritten habe. Ohne Scheiß. Wenn er direkt vor mir steht, kann ich doch nichts für. Kann ich mir jetzt auch kein Pferd kaufen oder was? Solange ich gesucht werde? Also ohne Scheiß, ich habe den Typen nicht gesehen.
Ich bin losgeritten und er stand davor. Ich bin total umgeritten. Mensch, ist das belastend. So, jetzt kann ich hier rein. So. Pferde kaufen. Pferdevorräte kann ich auch immer kaufen noch. Apfel, Rotbeete, Möhren. Zuckerwürfel. Zuckerwürfel ist, glaube ich, am besten, ne? Pferdeminze ist auch nicht schlecht. Ich dachte, das ist das Ei. Möhren kaufen. Oh, ich kaufe mal von allem was. Ich hab's ja. Alles klar. Pferde kaufen. Was haben wir denn hier für ein Pferd? R3. Rasse. Typ ist ein Streitrösser. Rasse. Andaluise. Ne, Lusia. Andalusia, okay. Schwarz-braun ist ein Weibchen. Okay, ich weiß gar nicht, was mein Pferd eigentlich war. Ich weiß gar nicht, ob es ein Männchen war. Ich habe es einfach Bobby genannt. Niederländisches Warmblut. Ist auch ein Weibchen. Das sieht aber komisch aus im Gesicht. Ein Arbeitspferde. Schwarz-braun. Das andere. Englisches Vollblut. Ist ein Rennpferd. Geschlecht weiblich. Geschwindigkeit, Beschleunigung. Andalusien ist auch nicht schlecht. Oh, ich mache einen Heiratsantrag. Mhm. Der ist schick. Ich glaube, den nehme ich. Kaufen oder nicht kaufen? Das ist ein schickes Pferd. Das niederländische Vollblut ist nicht so schick. Das ist eher hässlich. Das ist auch nicht so schick. Kostet übelst viel. Ich gebe mal günstig Geld aus. Kaufen. Ich nenne es Gott. Frieda. Frieda ist auch ein cooler Name, ne? Tommy? Frieda. Hast du auch ein weibliches Pferd oder? Es ist ein weibliches. Waren alle drei weiblich. Frieda. Das ist klar. Tennessee Walker hieß das erste von mir. Bobby McBride. Jetzt kann ich auch gucken, was Bobby McBride ist. Ein Männchen, na gut, dann ist alles gut. Dann passt das ja. Das ist mein erstes weibliches Pferd. Ja, das wusste ich nicht. Ich habe da damals nicht drauf geachtet. Ausrüsten. Pferdezubehör. Sittel. Ist auch richtig coole Sattel. Das sieht doch schick aus. Standard verbessern. Oh, hier mit so einem oder schwarzen Sattel. Ne, ich nehme den mit dem weißen Sattel. Ist klar. Satteltaschen. Verbesserte Satteltaschen. Schwarze will ich haben. Steigbügel. Ich habe ja die Kohle eigentlich. Kann ich auch richtig schicke nehmen.
Steigbügel mit Kuppel. Ja. Hörne. Ach so, cool. Ah, hier ist ein Adlerkopf, wie du dir den geholt hast, Thomas. Ja. Ich glaube, ich nehme auch den Adler. Kaufen. Satteldecke. Ich sehe hier keinen. Das sehe ich gar nicht. Oh, das habe ich einfach gekauft. Keine Ahnung. Schlafdecke. Alles klar. Gut. Ja. Pflege. Was haben wir denn hier für die Pflege? Mähne. Achso. Cool. Dreadlocks. Meins kriegt Dreadlocks. Schweif. Achso. Nee, da sitzt. Normal. Kann sogar einfärben. Ah. Dann mache ich mal das oben auch nochmal die Mähne. Kann ich die Farbe auch aussuchen? Da ist es. Alles klar. Zurück. Fertig. Ich hab's mit. Dienste. Pferdepflegepaket. Ah, hier kann man es sogar umbenennen. Cool. Cool. Ja. Gut. Hab ein neues Pferd. Die Frieda. Und jetzt ab zur Friese mit mir.